Was darf Protest? Für viele gehen die Aktionen der Klimaaktivistinnen und Aktivisten zu weit. Meine Kinder bekommen nichts zu essen, wenn ich nicht zur Arbeit gehe. Verstehen Sie das nicht? Ich arbeite auf der Kinderintensiv. Das, was die letzte Generation hier betreibt, ist vollkommen inakzeptabel und muss mit allen Härten des Rechtsstaats verfolgt werden. Wie kann der Staat und wie darf er gegen sie vorgehen? Kaum ein Thema wird hitziger diskutiert. Nein, dafür gibt es überhaupt kein Verständnis. Null Toleranz gegenüber diesen Chaoten. Von Autobahnblockaden halte ich mal gar nichts. Das sind schwere Rechtsverletzungen, die man nicht rechtfertigen kann. Vielerorts geht der Staat jetzt schon sehr hart gegen Klimaaktivistinnen und Aktivisten vor. Sie werden abgehört, ihre Wohnungen werden durchsucht, ihre Website gesperrt. Und sie werden vorbeugend hinter Gitter gebracht. Mehrere Tage bis Wochen, um so zu verhindern, dass sie sich erneut auf die Straße kleben. Jemanden einsperren, obwohl er noch nicht verurteilt wurde. Wir wollen wissen, was hat es damit auf sich? Der Freiheitsentzug ist eines der schärfsten Schwerter, die der Rechtsstaat überhaupt hat. Wann und gegen wen darf er eingesetzt werden? Ich recherchiere in den Archiven und rekonstruiere die Fälle. Ich bin vor Ort und spreche mit Betroffenen und Expertinnen und Experten. Bisher war öffentlich nicht bekannt, wie oft werden Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Deutschland präventiv eingesperrt, noch bevor sie verurteilt werden. Wir können zum ersten Mal Zahlen zeigen. Und wir stellen die Frage, bringt das alles überhaupt etwas? Ich bin auf dem Weg nach München. Hier beginnt unsere Spurensuche. Ich will einen Klimaaktivisten treffen, der vorbeugend von der Polizei eingesperrt wurde. Und bin auf dem Weg zu Vincent Schäfer. Zusammen mit anderen der letzten Generation blockierte er im vergangenen Dezember eine Straße am Stachus in München, hinderte Autofahrer am Weiterfahren und wird daraufhin von der Polizei mitgenommen. Seine Personalien werden aufgenommen, dann kommt er wieder frei. Am nächsten Tag will er erneut eine Straße blockieren, aber bevor er sich festkleben kann, wird er von der Polizei mitgenommen. Um zu verhindern, dass er weitermacht, sperrt die Polizei ihn ein. 15 Tage lang, über Weihnachten und Silvester. Im Gesetz heißt das Gewahrsam. Die bayerische Polizei erklärt das selber so. Gewahrsam, was ist das eigentlich? Der polizeiliche Gewahrsam ist eine Befugnis der Polizei zur Abwehr von Gefahren für gewichtige Rechtsgüter. Der Gewahrsam greift tief in die Grundrechte des Betroffenen ein, weil er ihm die Bewegungsfreiheit nimmt. Daher ist er grundsätzlich immer das letzte Mittel, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichend sind. Eine Person wird also eingesperrt, um zu verhindern, dass sie eine Straftat begehen wird. Das sollte immer das letzte Mittel sein. Servus, Jonas. Servus. Na? Vincent Schäfer ist 19 Jahre alt, angehender Medizinstudent. Früher war er Leistungssportler, heute ist er Trainer. Das oben nicht ganz. Und er ist Klimaaktivist der letzten Generation. Dass er in München im Gefängnis Stadelheim war, ist zum Zeitpunkt unseres Treffens mehr als ein halbes Jahr her. Kannst du schildern, wie dein Präventivgewahrsam abgelaufen ist? Wir sind in den Tagen vor Weihnachten in München auf die Straße gegangen, und zwar mit 10 Leuten, und sind dann am 21.12. alle vor einen Haftrichter geführt worden und in Präventivgewahrsam genommen worden. In meinem Fall hat meine Verhandlung vor dem Haftrichter 5 Minuten gedauert. Im Protokoll steht von 15.09 bis 15.14 Uhr. Das heißt, 5 Minuten reichen aus, um mich 15 Tage ins Gefängnis zu stecken. Ich war der erste der Aktivisten, die dem Haftrichter vorgeführt wurden. Das heißt, ich bin erstmal noch im Justizgebäude in so eine Einzelzwischenzelle gekommen, und dann
sind wir in Gefangenentransporter gesetzt worden und sind um eigentlich Punkt 20 Uhr am Abend durch die Tore von Stadelheim gefahren. Durch die Tore von Stadelheim. Ja. Wie wart ihr dann in Stadelheim untergebracht? Also wir waren alle in Einzelzellen, aber nebeneinander. Was würdest du sagen, an diesem Ganzen in Präventivgewahrsam genommen werden, was war das Schwierigste für dich? Ja, das ist gar nicht so leicht. Obwohl, na, eigentlich. Für mich war eigentlich wirklich das Schwierigste zu wissen, dass vor allem meine Eltern sich irgendwie natürlich Sorgen machen, Weihnachten ohne mich verbringen müssen. Und das, glaube ich, für die fast sogar noch schlimmer war als für mich. Also einfach die Sorge, nicht zu wissen, wie geht's mir da drin? Komme ich denn mit der Belastung überhaupt klar? Bin ich nach den 15 Tagen irgendwie ein anderer Mensch, weil ich so unter diesen 15 Tagen gelitten habe? Ich glaube, die Sorge hat sie schon stark umgetrieben, weil sie auch einfach lange nicht wussten, wie genau geht's mir. Kannst du das verstehen, wenn Autofahrerinnen oder auch andere Leute fordern, dass das hart durchgegriffen werden muss? Also ich kann natürlich verstehen, wenn Autofahrer in der Situation genervt sind, frustriert sind. Das ist vollkommen klar und das wäre ich in der Situation wahrscheinlich auch. Vincent Schäfer sitzt 15 Tage lang in einer Einzelzelle. Vorbeugend, sagt die Polizei, um zu verhindern, dass er in dieser Zeit an weiteren Straßenblockaden teilnimmt. Wir wollen mit der bayerischen Polizei ins Gespräch kommen und bitten mehrfach um ein Interview, ohne Erfolg. Wer mit uns sprechen will, ist der Bayern-Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Jürgen Köhnlein. Er vertritt Polizisten, die direkt auf der Straße mit den Klimaprotesten zu tun haben. Wie erinnert er sich an Vincent Schäfer und die anderen Aktivistinnen und Aktivisten? Sie haben für sich entschieden, dass sie diese Maßnahmen, diese Aktionen durchführen, aber auch mit dem Wissen, dass es auch über Weihnachten, über Neujahr dann sein kann, dass man dann nicht daheim bei der Familie oder bei den Freunden ist. Die Entscheidung hat jeder selber zu treffen und wer die Entscheidung trifft, muss auch dann natürlich dann die Reaktionen oder die Maßnahmen dann über sich ergehen lassen. Wie läuft das eigentlich ab? Wer gibt den Anstoß, dass Klimaaktivistinnen in Gewahrsam genommen werden? Wenn wir wissen, dass jemand, nachdem er jetzt die Straße blockiert hat, klar und deutlich sagt, ich mache das wieder, dann hat man die Möglichkeit, diesen Unterbindungsgewahrsam anzuwenden. Ja. Ansonsten gibt es nicht viele Fälle, wo wir das machen können. Die Polizei muss also konkrete Hinweise haben, dass die Person eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begehen wird, um sie in den Präventivgewahrsam zu nehmen. Bei Vincent Schäfer war das ziemlich eindeutig. Ich habe hier seine Akte bekommen und da steht drin, dass er häufiger an Straßenblockaden teilgenommen hat. Und auch vor dem Richter hat er dann ganz offen gesagt, dass er weiter Straßen blockieren würde. Das könnte eine Straftat sein. Das heißt, die Rechtslage gibt das Einsperren her. Und trotzdem lohnt es sich, genauer hinzusehen. Ich will wissen, welches Gesetz steckt dahinter und seit wann gibt es das? Bis vor wenigen Jahren war diese Art des präventiven Einsperrens in Deutschland meistens nur für kurze Dauer und unter strengen Voraussetzungen möglich. Da geht es dann um Betrunkene, die von der Polizei mit auf die Wache genommen werden und in eine Ausnüchterungszelle kommen. Oder um andere akute Gefahrenszenarien, etwa wenn ein Beziehungsstreit eskaliert oder bei gewaltbereiten Fußballhooligans. Aber der CSU in Bayern ging das nicht weit genug. Der Bayerische Landtag stimmt heute Abend über das umstrittene neue Polizeigesetz ab. Zusammen mit einer schon vor einem Jahr formulierten Gesetzesnovelle gibt es bayerischen Polizeibeamten Befugnisse, die deutlich über das hinausgehen, was bisher erlaubt war. 2017 war eine Zäsur. Da hat Bayern die Regeln für den Gewahrsam extrem ausgeweitet. Die bayerische Landesregierung hat festgelegt, dass Menschen für unbegrenzte Zeit in Gewahrsam genommen werden können, solange ein Richter oder eine Richterin dem alle 3 Monate zustimmt. Kritiker warnten vor einer Unendlichkeitshaft. Wir müssen unseren Behörden entsprechende Mittel, Handlungsmöglichkeiten an die Hand geben. Das gab es so in der Bundesrepublik noch nie. Diesen Gesetzentwurf, da würde ich Ihnen einfach raten, ihn in die Tonne zu werfen, in den Abfalleimer. Die Kritik daran war so überwältigend, dass die CSU diese Regeln 4 Jahre später teilweise wieder zurückgenommen hat.
Heute ist ein Gewahrsam in Bayern maximal für 2 Monate möglich. Auch wenn, und das gilt hier zu sagen, Bayern im Ländervergleich immer noch die schärfste Regelung aufweist. Auf Grundlage dieses Gesetzes war auch Vincent Schäfer 15 Tage präventiv im Gefängnis. Okay, ich frage mich jetzt, warum hat man den Präventivgewahrsam damals so drastisch ausgeweitet? Dafür will ich jetzt alle Dokumente im Archiv des Landtags anfragen. Die lese ich digital ein und schreibe einen Code. Der Computer analysiert dann, welche Schlagworte oft gemeinsam genannt werden. Ich sehe jetzt hier in meinen Daten, in der Begründung von diesem Gesetz ging es eigentlich immer um Terror. Hier fällt zum Beispiel sehr oft der Name Anas Amri. Ein LKW ist auf den Weihnachtsmarkt neben der Gedächtniskirche gerast. Es gibt mindestens 9 Tote und viele Verletzte. Bilder wie im Krieg gestern Nacht. Frankreich hat vergangene Nacht den schwersten Terrorangriff seiner Geschichte erlebt. Wieder ein Anschlag, diesmal in Nizza. Die Angst vor dem islamistischen Terror war 2017 groß. Deshalb war der Druck auf die Politik zu dieser Zeit auch immens, zukünftige Anschläge zu verhindern. Mit dem ausgeweiteten Gewahrsam wollte man sogenannte terroristische Gefährder frühzeitig aus dem Verkehr ziehen. Für Gefährder muss gelten, wegsperren vor Überwachen. Dafür gibt es schon seit langem das Instrument des Präventivgewahrsams. Damit die Behörden und Gerichte in diesem Bereich mehr Handlungsspielraum haben, möchten wir mit diesem Gesetz die bisherige Höchstdauer aufheben. Wir wollen diese Höchstgrenze aufheben, damit eben die Ingewahrsamnahme auch über einen längeren Zeitraum möglich ist. Eine treibende Figur war damals der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Es sind wohlgemerkt die Terroristen, die die Freiheit und die Sicherheit der Menschen in unserem Land bedrohen. Und darauf muss dieser Staat reagieren. Und deshalb sagen wir in der Tat, meine Damen und Herren, wir brauchen in einer Situation einen starken Staat. Es ist diese Angst vor terroristischen Anschlägen, die es ab 2015 überall in Europa, aber eben auch mitten in Bayern gibt, die einen erweiterten Präventivgewahrsam scheinbar unumgänglich machen. Aber es gab auch starke Kritik an diesem Gesetz. Im Bayerischen Landtag stimmten alle Parteien außer der CSU dagegen oder enthielten sich. Das Gesetz, und das ist der Hauptkritikpunkt von uns, richtet sich nicht nur gegen terroristische Gefährder, wie sie es in der Begründung vorgeben und wie es auch vom Bundesverfassungsgericht gefordert wird, sondern letztendlich gegen jeden Bürger, und da machen wir nicht mit. Aber nicht nur in der Politik stieß das Gesetz damals auf breiten Widerstand. In München demonstrieren im Mai 2018 über 30.000 Menschen dagegen. Darunter Künstlerkollektive, Fußballfans, Mitglieder von FDP, Grünen, der Linken, der SPD. Viele hier können sich auf eines einigen: Nein zu den neuen polizeilichen Befugnissen. Und heute, über 5 Jahre später, gibt es noch immer Proteste. Wir sind heute hier, weil das Polizeiaufgabengesetz. Ich bin auf der Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz, weil ich wissen will, was waren und was sind die Befürchtungen. Unserer Ansicht nach sind die ganzen Eingriffsbefugnisse, die wir heute auch angesprochen haben, unter anderem Präventivgewahrsam und die drohende Gefahr, einfach extrem weit gefasst. Machen keinerlei Unterscheidung zwischen Terrorismus und Bagatelldelikten und öffnen damit halt der politischen Repression einfach Tür und Tor. Die Befürchtungen haben sich voll bestätigt, dass der Präventivgewahrsam, der ausgeweitet worden ist, dass der nicht eingesetzt wird, um jetzt ganz böse Terroristen und Gewaltverbrecher dann präventiv dann wegzusperren, sondern das richtet sich ja gegen NGOs und gegen Klimaaktivisten. Also die ganzen Befürchtungen, das ist alles eingetreten. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Der Präventivgewahrsam wurde aus Angst vor Terror geschaffen, als wirklich letztes Mittel. Und trotzdem gab es von Anfang an Befürchtungen, dass er anders eingesetzt werden könnte. Okay.
Bisher gibt es noch gar keine handfesten Daten, wie oft der Präventivgewahrsam in Bayern tatsächlich eingesetzt wird. Wie oft kommen Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Gewahrsam? Ich schaue mir für diese Recherche nur die wirklich langen Fälle, die über 2 Tage hinausgehen, an. Ich frage nach. Beim Innenministerium, beim Justizministerium. Ohne Erfolg. Dann bei allen 73 Amtsgerichten in Bayern. Wieder keine gesicherten Zahlen. Sie sagen mir, Gewahrsamsfälle würden in Bayern nicht statistisch erfasst, obwohl viele andere Bundesländer das tun. Was ich jetzt noch machen kann? Die Betroffenen direkt fragen. Ich starte einen Aufruf bei verschiedenen Klimagruppen und bitte Betroffene, sich direkt bei mir zu melden. Endlich kommt Bewegung rein. Ich war 3-mal im Präventivgewahrsam in Bayern, insgesamt 46 Tage. Ich war 2-mal im Präventivgewahrsam in der JVA München, Frauenabteilung, insgesamt 33 Tage. Ich war 3 Tage im Präventivgewahrsam in Landshut, mit mir noch 3 weitere Personen. Ich war 2-mal im Präventivgewahrsam in der Frauen-JVA in Stadelheim, das erste Mal 23 Tage lang. Mit den Angaben der Klimaaktivistinnen und Aktivisten gehe ich wieder zu den Gerichten und zur Polizei und lasse mir dort jeden einzelnen Fall offiziell bestätigen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so aufwendig wird, diese Zahlen zu bekommen. Ich saß da mehrere Wochen dran, aber jetzt habe ich sie. Normalerweise gibt es in München etwa eine Handvoll Fälle pro Jahr, die meisten wegen häuslicher Gewalt. Ich habe jetzt mindestens 78 Fälle rekonstruieren können, in denen Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Bayern für mehrere Tage oder Wochen in Gewahrsam waren. In nur 1,5 Jahren, die meisten davon in München. Dabei wurde dieses Gesetz explizit zur Bekämpfung von Terror geschaffen. Wie oft der verlängerte Gewahrsam im Kontext von befürchteten Terroranschlägen angewandt wurde, das wisse man ebenfalls nicht, heißt es aus dem Bayerischen Innenministerium. Wurde das Gesetz anders genutzt, als es eigentlich gedacht war? Wurde es zweckentfremdet? Was sagen die Verantwortlichen im Ministerium von Joachim Herrmann dazu? Wir bitten ihn mehrfach um ein Interview, aber ohne Erfolg. Deshalb konfrontieren wir ihn schriftlich. Wir haben eine Antwort vom Innenministerium bekommen, aber es ist noch nicht die Reaktion auf unsere Recherchen, sondern Sie haben geschrieben, sehr geehrte Frau Huber, wir haben Sie und Ihre Anfrage nicht vergessen, brauchen aber noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit kriegt das Bayerische Innenministerium noch und einen Tag später antworten Sie uns dann ausführlich. Die Kurzzusammenfassung. Sie können nicht sicher sagen, wie oft Klimaaktivisten für mehr als 2 Tage präventiv in Gewahrsam genommen wurden. Und außerdem? Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr oder in den Luftverkehr sind ernstzunehmende schwerwiegende Straftaten. Und? Während des Gewahrsams wird die angekündigte Begehung von Straftaten oder die Gefährdung anderer durch die betreffende Person wirksam unterbunden. Das Bayerische Innenministerium sagt also, der Präventivgewahrsam ist ein adäquates und ein wirksames Mittel, um schwere Straftaten zu verhindern. Ob das mit der Wirksamkeit auch wirklich stimmt, dazu kommen wir später. Vorher kehre ich nochmal zum Vorsitzenden der Bayerischen Polizeigewerkschaft zurück. Was denken eigentlich diejenigen, die das Gesetz anwenden müssen? Hatten Sie das Gefühl, dass die Belegschaft das als richtiges Mittel empfindet? Also die Bayerische Polizei, die Kolleginnen und Kollegen sind da sehr zufrieden, dass wir dieses Instrument haben. Und wenn man den Blick dann in andere Bundesländer richtet, dann sehen wir, dass da auch neidvoll geschaut wird. Weil wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, dann bin ich halt am nächsten Tag wieder an der nächsten Kreuzung mit denselben Personen, die dieselben Maßnahmen durchführen. Und das ist dann auf Dauer natürlich dann auch leidig. Die anderen Bundesländer, die neidvoll nach Bayern schielen. Aber stimmt das? Welche Befugnisse die Polizei hat, entscheidet jedes Bundesland für sich. Den Präventivgewahrsam zu verlängern, da war Bayern Vorreiter. Ansonsten nutzen noch Hessen und Hamburg den verlängerten Präventivgewahrsam bei Klimaprotesten, obwohl die meisten Länder die Möglichkeit dazu hätten. Beispiel Schleswig-Holstein. Orange besprühte Privatjets, orange besprühte Luxusjachten, frisch ausgehobene Löcher auf Golfplätzen. Präventivgewahrsam gegen Klimaaktivisten wird hier nicht angewendet.
Beispiel Sachsen. Festgeklebte Hände an Bildern. Wir müssen jetzt Widerstand leisten. Blockierte Straßen. Die Polizei könnte den verlängerten Gewahrsam anwenden. Aber auch sie macht es nicht. Sie nutzt andere Möglichkeiten. Wie gehen Sie mit Klimaprotesten um? Vom sächsischen Innenministerium bekomme ich eine Antwort per E-Mail. Klimaproteste werden als Versammlungen betrachtet. Die sächsische Polizei wägt deshalb immer ab zwischen dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und den Eingriffen in den Straßenverkehr. Sie setzen auf starke Polizeipräsenz und Gespräche, erteilen in Einzelfällen Platzverweise und leiten im Nachgang gegebenenfalls Ermittlungsverfahren wegen Nötigung ein. Sachsen wägt also ab und sie finden, ein längerer Präventivgewahrsam sei hier nicht angemessen. Warum ist diese Entscheidung von Bundesland zu Bundesland so verschieden? Um das zu verstehen, fahre ich nach Frankfurt und treffe Professor Felix Hanschmann. Er ist Rechtswissenschaftler und führt den Lehrstuhl Praxis des demokratischen Rechtsstaates. Hanschmann sagt, die Polizei hat eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Klimaaktivisten entgegenzutreten. Offensichtlich sehen wir in anderen Bundesländern, dass da offensichtlich ganz unterschiedliche Einschätzungen sind und auf alternative, weniger intensive Maßnahmen umschwenken. Beispielsweise über eine Gefährderansprache arbeiten oder über ein Aufenthaltsverbot, das dann durchgesetzt wird, oder über eine elektronische Überwachung. Also da gibt es ja eine Bandbreite an Möglichkeiten. Für Hanschmann ist der Einsatz des Präventivgewahrsams, so wie er in Bayern stattfindet, fragwürdig. Es gibt massive verfassungsrechtliche und auch völkerrechtliche Zweifel an der Regelung, wie sie in Bayern besteht. Gerade im Hinblick auf die Dauer, teilweise auch im Hinblick auf die Eingriffsvoraussetzungen, aber vor allem im Hinblick auf die Dauer. Auch da sind die meisten Kolleginnen und Kollegen der Auffassung, dass das, was in Bayern praktiziert wird, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Und viele Bundesländer werden von dieser Maßnahme eben schon aufgrund der verfassungsrechtlichen oder völkerrechtlichen Zweifelhaftigkeit dieser Maßnahme keinen Gebrauch davon machen. Das Bayerische Verfassungsgericht hat das Gesetz gerade bestätigt, aber betont, dass der Gewahrsam nur als letztes Mittel eingesetzt werden dürfe. Was ich jetzt wissen will, wenn sich Bayern für den Präventivgewahrsam entscheidet, bringt das dann was? Lassen sich dadurch Straßenblockaden tatsächlich auf Dauer verhindern? Glauben Sie denn, dass der Gewahrsam die Aktivistinnen abschreckt vor zukünftigen Aktionen? Nein. Also das wissen wir ja auch, klare Ansage von den Aktivisten. Wir kommen wieder, sobald wir aus dem Präventivgewahrsam sind. Deswegen muss auch die Polizei sicherlich da auch ein bisschen auch umdenken oder auch die Politik umdenken. Was er mit Umdenken konkret meint, führt Jürgen Köhnlein nicht weiter aus. Klar ist, für den Moment bringt der Gewahrsam was. Die Logik dahinter, wer hinter Gittern sitzt, klebt nirgends. Aber sogar der Gewerkschafter der bayerischen Polizei sagt, langfristig habe das Einsperren keinen Effekt. Wir fragen die Aktivistinnen und Aktivisten, mit denen wir schon in Kontakt sind. Hat der Präventivgewahrsam etwas an ihrem Protest verändert? Ich war über Weihnachten in Präventivgewahrsam und beteilige mich seitdem trotzdem. Ich war 3-mal in Präventivgewahrsam in Bayern. Aber werde mich davon natürlich nicht abhalten lassen, weiter für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen auf die Straße zu gehen. Ich gehe trotzdem wieder auf die Straße. Selbst wenn ich ein Jahr lang präventiv weggesperrt werden würde, würde ich auch danach sofort wieder auf die Straße gehen. Es wird mich nicht davon abhalten, weiter auf der Straße zu protestieren. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Und was sagt Vincent Schäfer dazu? Hat es dazu geführt, dass du keine Aktionen und keine Proteste mehr machen wirst? Nein. Nein, wir sind alle sehr überzeugt von dem, was wir machen und denken, dass es das Richtige ist. Also auf jeden Fall inhaltlich. Und wir hoffen auch, dass die Form des Protestes zu einem Wandel führen wird und letztendlich mal ordentliche Klimaschutzpolitik bewirkt. Und dafür sind Vincent Schäfer und die anderen auch bereit, rechtliche Grenzen zu übertreten. In meiner Twitter-Timeline taucht unterdessen ein Video auf. Wir nehmen Sie jetzt mit. Sie sind, wir machen einen präventiven Gewahrsam mit einer kurzfristigen.
Der Aktivist Simon Lachner wird von der Regensburger Polizei aus seinem Zuhause getragen und in Gewahrsam genommen. Die Polizei Regensburg bestätigt uns die Echtheit des Videos. Das ist eine neue Eskalationsstufe. Bislang wurden Aktivistinnen und Aktivisten unmittelbar vor Protestaktionen auf der Straße in Gewahrsam genommen, nicht zu Hause. Kannst du schildern, was am 12.06. passiert ist? An der Tür standen zwei Beamte von der Kriminalpolizei Regensburg und hatten erst gefragt, weil wir per Pressemitteilung einen Protest angekündigt hatten, wann und wo der sein würde. Und dann haben sie nochmal telefoniert und kamen 1, 2, 3 Minuten später zurück nochmal an die Tür und meinten, wir nehmen Sie jetzt mit, Herr Lachner, Präventivgewahrsam, damit Sie hier nicht, also den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber Sie wollten verhindern, dass ich mich an dem Protest, an der Straßenblockade an diesem Nachmittag beteiligen würde. Das Interessante und vielleicht auch Absurde dabei ist jetzt, die Polizei konnte mit ihrer Maßnahme zwar verhindern, dass Simon Lachner an der Blockade teilnimmt, die Blockade selbst konnte sie aber nicht verhindern, im Gegenteil. Die Präventivgewahrsamnahme hat sich deutlich umgekehrt ausgewirkt, als die Polizei sich erhofft hätte. Die Blockade hat trotzdem stattgefunden und noch viel größer. Was bei unseren Recherchen klar wird: Der Präventivgewahrsam verhindert zwar, dass einzelne Aktivistinnen und Aktivisten an Straßenblockaden teilnehmen, viele aber lassen sich davon nicht einschüchtern. Der Präventivgewahrsam schießt massiv über das Ziel, das man erreichen will, hinaus. Natürlich ist es praktisch, natürlich ist es effektiv. Aber wenn ich mich auf die Argumentationslogik einlasse, dann ist das Effektivste, sie sozusagen zeitlich unbegrenzt wegzusperren, weil dann klar ist, dass sie sich eben überhaupt gar nicht mehr festkleben können. Das kann aber ja in einem Rechtsstaat nicht die Antwort sein. Die Debatte ist aufgeheizt, der Druck wächst, auch auf die Polizei. Das führt dazu, dass jetzt ein Mittel wie die lange präventive Ingewahrsamnahme gegen Klimaaktivisten angewendet wird. Ein Mittel, das ursprünglich für den Kampf gegen Terroristen gedacht war. Denn es kann so nicht weitergehen. In anderen Bundesländern, wie etwa Baden-Württemberg, reagiert die Justiz anders. Gegen Klimaaktivisten, die sich mehrfach auf die Straße kleben, verhängt sie teilweise Haftstrafen, wo früher nur Geldstrafen ergingen. Das bisher härteste Urteil wurde im Juli in Heilbronn gesprochen. Das Gericht verurteilte 3 Aktivisten wegen Nötigung zu Freiheitsstrafen von 5, 4 und 3 Monaten ohne Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Wut auf den Straßen nimmt zu. Viele haben mittlerweile kein Verständnis mehr für die Protestaktionen. Viele Klimaaktivistinnen und Aktivisten lassen sich davon bislang nicht abschrecken. Auch nicht, wenn sie deshalb präventiv in Gewahrsam genommen werden. Und so dreht sich die Spirale immer weiter.